Es ist mal wieder Zeit für Funfair Vlog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmels. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann, es ist sehr windig hier. Ich bin das erste Mal auf der Düsseldorfer Rhein, wie sie ja wollen. Man denkt fast, dass es in Hamburg ist, ne? Schön windig hier, ne? Aber nein, der Papa ist vom sonnigen Hamburg ins, obwohl hier ist auch sonnig, ins Düsseldorf, ins ländliche Düsseldorf gefahren. Ja, und was ich alles so hier erlebe, ach so, ja, auch noch ein paar andere Personen hier. Schönen guten Tag in Düsseldorf, mein Name ist Hanna Marina und ihr seid hier genau richtig, denn da ist hier reingekommen. Ja, was wir alles erleben, das erfahrt ihr nach dem, wie heißt das Ding, Intro, jawoll. Willkommen zurück und ja, herzlich willkommen in Düsseldorf, ne? Wir haben heute Samstag den, keine Ahnung, 14. Juli und bevor es auf der, wie heißt das Ding, Düsseldorfer Rhein-Kirmes, die größte Kirmes am Rhein. Jawoll. Jawoll. Da zeige ich euch nochmal ganz kurz mein Hotelzimmer. Was ist das denn für Hotel? Ja, ja, Hotels sind richtig. Wir schalten nochmal kurz ins Hotelzimmer und dann... Das meldet sich jetzt gleich. Und dann sind wir gleich wieder da. Auf der Rhein-Kirmes, jawoll. So, und bevor es wieder zurück Richtung Kirmes geht, zeige ich euch, wie versprochen, hier natürlich noch mein Hotelzimmer. Ich befinde mich im Radisson Hotel hier in Düsseldorf. Adresse weiß ich gerade nicht. Ich bin hier im vierten Obergeschoss. Da bin ich. Zimmer Nummer 424. Ja, hab gerade eingecheckt und machen wir mal so einen Rundgang. Hier das Zimmer. Was haben wir denn hier? Fangen wir an. Hier ist, glaube ich, was ist denn hier drin? Bügelbrett, das, was man natürlich nicht braucht. Bademantel und leere Schublade. Dann haben wir hier Kaffeebar, also so eine Nespresso-Maschine, die kennt man. Hier noch so Nespresso-Dinger. Teechen haben wir hier. Was ist das hier noch? Kakao oder was? Hier noch so einen ekligen Kaffee, so einen löslichen Kaffee, den mache ich überhaupt nicht, aber nehme ich mit, alles bezahlt. Wasserkocher haben wir hier. Ja, hier die Tassen, ein paar Serviertchen. Und hier ist, ach so, hier an der Seite. Was ist hier drin? Safe. In der Schublade, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Schuhputzzeug und sowas alles. Und ich glaube, die sind leer, so wie das aussieht. Ja, die sind leer. Okay, dann haben wir hier Kofferablage. Ich weiß noch nicht, was das hier soll. Ist das Deko oder was ist das? Toll. Wichtig, heute ist es sehr warm, Klimaanlage. Ja, dann haben wir hier einen großen Fernseher. Was hier noch interessant ist, ich habe hier noch so ein Zustellbett, habe ich aber nicht bestellt. Also falls ihr noch vorbeikommen wollt, ne, hier ist noch ein drittes Bett. Ja, keine Ahnung. Hier ist, hier machen wir mal so einen Schwenk. Hier ist das Bettchen. Hier ein komisches Bild. Auch nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Dann haben wir hier so eine kleine Sitzecke. Eine hässliche Lampe. Hier auch nochmal eine Sitzecke. Ich glaube, hier ist Stadtblick, da sieht er, glaube ich, nicht viel. Nö, so sieht das Hotel von außen aus, beziehungsweise, ja, nicht sehr spektakulär, der Ausblick hier. Aber, ja, schade, nicht Richtung Rhein, aber naja, man kann nicht alles haben. Was sehe ich da hinten noch? Wässerchen, gratis. Ist das hier auch so ein Rollbett? Warte mal, ich gucke mal hier unten. Guck mal, da ist so eine Rolle. Ah, ist das hier noch eine Schublade hier? Nee, ne? Nee. Doch! Aber ist leer. Steht da vielleicht der Name vor diesem Hotel? Ach, hier, doch, hier. Da sieht ihr die Adresse. Hammerstraße 23. Da bin ich. Ja, was haben wir hier noch? Wasser als Begrüßungsgeschenk. Das werde ich auch gleich... Guck mal, so mein Flaschenöffner.
Das fehlte nämlich in irgendeinem anderen Hotel. Ich weiß nicht mehr, wer. Schade, hier ist nichts drin. Sehr enttäuschend. Wahrscheinlich nur in so Suiten. Dann haben wir hier einen Kühlschrank. Da kann ich theoretisch gleich ein Wasser einstellen. Ist das alles naturell? Na ja, gut. Stellen wir da gleich mal das Naturelle. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht doch noch mal so sprudelt, aber nee. Ja, und ein leeres Fach. Jetzt gucken wir hier noch mal in der Schublade rein. Da wird wahrscheinlich nichts sein. Nee. Was ich hier so ein bisschen gruselig finde, ist hier, dass man freie Sicht hat zur Dusche, zum Badezimmer. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie, keine Ahnung, dienstlich unterwegs, geschäftlich und habt ein Zimmer. Oder, weiß ich nicht, oder mit einem Kumpel seid ihr unterwegs und dann habt ihr hier, dann geht er hier ins Badezimmer. Das ist ja noch alles okay hier, ne? Hier Tonbeutel. Da ist der Föhn drin, das habe ich da schon reingeguckt. Tücher, hier ist, glaube ich, der Mülleimer nur. Ja, Steckdosen, Lampen. Was ist das hier? Prübchen? Ne. Achso, hier Duschhaube oder was? Ja, und Bodylotion. Hier so ein Spiegel, so ein Kosmetikspiegel. Hier die Dusche, eine Regendusche. Das ist gut. Hier alles, was man so braucht, ne? Ah, die Regendusche. Ah, schon ein bisschen Schimmel hier. Ah, also für ein 4-Sterne-Hotel, naja. Nein, alles gut. Aber das finde ich ja gruselig, solche Zimmer, ne? Also so, wo du direkt, ich meine, wenn man alleine unterwegs ist, alles cool, ne? Aber wenn man hier, weiß ich nicht, mit einem Kumpel oder was unterwegs ist, dann, ach so, das Klo. Das ist natürlich separiert. Das heißt, wenn einer duscht, ne, kannst du hier nochmal auf den Port. Ja. Ich weiß nicht, wie findet ihr das, wenn solche Zimmer, wo man hier direkt reingucken kann? Also ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Also, was soll das? Na gut, ihr Lieben, das ist mein Zimmer. Ich habe mit Frühstück gebucht, weil Frühstück kostete ansonsten, was war das? 23 Euro, das war mal zu viel, aber die haben es mir irgendwie angeboten. Oder was heißt, die haben es mir angeboten? Die Check24, darüber habe ich es gebucht. Da hat es irgendwie plötzlich nur noch 9 Euro gekostet, Frühstück. Und für 9 Euro ist es vollkommen in Ordnung, das Frühstück. Also habe ich gleich mitgebucht. Das Coole ist, man hat sogar bis 12 Uhr kann man hier frühstücken und auschecken auch bis 12 Uhr, also alles cool. Gut, dann würde ich sagen, dann schalte ich wieder, oh Kinders, zurück ins, auf die Rheinkirmes, jawohl. Immer mit dem Licht gehen, willkommen zurück, toll das Hotelzimmer, ne? So, jetzt sind wir wollen das erst, was wollen wir denn fahren? Wildwasserbahn, ne? Ja, weil warm und nicht geduscht. Ja, genau. Also es ist wirklich sehr warm, muss man wirklich sagen, aber windig. Aber der Wind tut gut, ne? Ja. Ich bin das erste Mal hier und bin erstaunt, was hier so alles steht, ne? An Fahrattraktionen. Das ist schon eine ganze Ecke. Also ich habe schon ein paar Kotzmühlen gesehen. Die anderen sind zum Glück auch schon ein paar Kotzmühlen gefahren, dass wir mit 21 nicht mehr alles fahren müssen. Ja, die haben das schon gecheckt. Also. Ich kann ja mit 21 alles fahren, ja. aber die anderen wollen ja auch mal fahren. Ja, dann müssen auch den anderen mal, den jüngeren Leuten nochmal die Vorteile. Ja, mal ein bisschen gemütlich. Ja, dann fahren wir hier Wildwasserbahn hier. Mani, bin ich auch noch nie gefahren. Mani, für Spuren, ne? Nee. Ist schön, mit kleinem Dark Ride. Dark Ride. Harz. Verstehen Sie? Bin ich gespannt. Ja. Gehen wir mal rüber. Schau mal. Fahren wir mal mit. Hier ist auch schon so ein Bayern Tower hier, ne? Und hier ist die Wildwasserbahn. Und hier ist hier noch ein Geister. Man weiß aber gar nicht, wo man überall hinfilmen soll. Hier steht so viel. Ja, also hier ist die Wildwasserbahn und dann fahren wir damit jetzt erstmal ein Ründchen hier. Jawoll. Ich muss erstmal gucken.
Kessel. Oh, mit Dark Ride. Wie heißt das Ding überhaupt? Wildwasserbahn. Aus Manitou-Spuren gefahren? Manitou-Spuren oder Wildwasserbahn. Oder beide. Shit, das ist so. Echt? Ja. Steht da oben dran. Wildwasser 2. Auf Manitou-Spuren. Gerade Wildwasserbahn 2 gefahren. Sehr cool. Also fand ich gut mit der Thematisierung und alles, ne, mit diesem Tunnel. Also schon nett gemacht, muss ich wirklich sagen. Und schon ein bisschen nass geworden, ne? Ja. Oder? Bisschen nasser als gedacht, ne? Da den einen Lift, den wir hochgefahren sind, wie das genau in dem Moment das Boot runterkam und wir dann da halt drauf geworden sind. Ja, genau. Also war richtig witzig. Auch eine schöne lange Fahrt. Also ne, Vorwärtsschuss und Rückwärtsschuss habt ihr ja gesehen. Also war ich positiv überrascht. Hat Spaß gemacht. Wo gehen wir jetzt hin? In die Richtung. Ich glaube, das nächste, was kommt, ist der Breakdance von Bruch. Ach so, alles klar. Gut, dann gehen wir da hin. Thank you.
nach gefühlten 3-4 Stunden ein bisschen weiter gekommen. Ich bin nur Wildwasserbahn bisher gefahren. Ich habe nochmal bei am Excalibur nochmal Hallo gesagt. Das kenne ich ja noch nicht, das neue Geschäft. Und habe da noch ein bisschen länger, da habe ich noch irgendwelche Karten bekommen. Ich habe mich zwar gefragt, ob ich fahren will, aber später. jetzt wollen wir in diesen Aqua Valleys. War ich auch noch nie drin. Ist glaube ich so ein Labyrinth oder was. Da wollen wir auf jeden Fall mal rein, mal ein bisschen Spaß. Hier seht ihr nochmal den Gladiator. Ja, und so wie es aussieht, gehen wir jetzt da rein. So, dann sind wir mal hier den Spaß hier. Ja, richtig. Guck mal, die ganzen YouTuber hier, weißt du? Unfassbar, oder? So, während die noch da hinten sind, guck mal hier, viel Spaß. So, jetzt sind wir hier im Aqua Venice. Hier ist Wasser. Guck mal hier, lustig. Guck mal, so ein Seemann. Lass das träumen. Seemann. Ja, das ist klar, dass er das wieder macht. Seemann. Was ist das denn hier? Rundgang? Wie Rundgang? Ach so. Witzig. So. Oh. Was denn? Witzig! Die Tür vor die Fresse! Oh, Mann, das ist witzig voll! So, hier nochmal ein Schwenk. Achso, Achtung, Tür! Ja, okay. Was ist denn hier? Oh Gott. Was ist noch ein Laufband oder was? Schön. Das ist ja ganz schön. Guck mal, mit Lichteffekten und so. Oh, das ist wirklich wie ein Aufbau. Oh, komm. Ich komme auf der Roten Meile in Hamburg. Jawohl. Muss ich jetzt hier durch? Ach, Tatsache. Guck mal, hier sind auch so Löcher in der Wand wie in Hamburg. Guck mal, die sind auch noch schwarz. Weil in Hamburg immer Löcher in der Wand sind. Sind da komische, sind da Leute dahinter? Geh ich jetzt hier durch? Nee. Da ist ein Gate. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ach so. So. Oh. Nur die echten Eisenmänner kommen durch. So, hier so ein Rolldings. Hey. Achtung, Wende Tür. Achtung. Vorsicht. Hier mal schmeckt. Schön. Jawoll. Looping. Danke da. So. Ja, schön, Mensch. Schönes Ding. Hier so ein Wasserding. Und dann geht es aber Kopf. Achtung, Tür. Achtung, Tür. Mal wieder so eine Luftballons. Vorsicht. Ja, dann lerne ich zumindest was. Hier, oh, Lichteffekte. Oh,
So, dann haben wir hier nochmal so einen Spiegel. Und, ja. Nein. Kleiner dicker Lassi. Ne? Ein kleiner dicker. Unverschwommener. So. Ja, nochmal wieder so ein. Ne? Weiter geht die Reise. Wasser? Ja. Weiter geht der Spaß. Der Weg ist das Ziel. Ich glaube, wir sind die langsamsten hier. So, jetzt gibt es hier so ein Spiegel. Labyrinth. Ich gehe mal hier lang. Also ich habe ja gelernt, immer nach oben gucken. Aber wir können auch den hier hoch. Da ist bestimmt falsch. Ich gehe. Weißt du? Ja, bestimmt. Ich kenne das hier. Ich kenne den Weg. Ne, warte mal. Hier ist falsch. Ja, geht schon gut los. Aber hier vielleicht? Wenn man nur noch hinter so. Da ist auch noch Spiegel. Warte mal, hier glaube ich, ne? Warte mal. Na, geradeaus. Was sagt denn das Navigationssystem? Warte mal, ich glaube hier, ne, oder? Ich war ja noch nie, keine Ahnung. Echt nicht? Also wenn ich nicht weiß, auf jeden Fall, dass das. Ich kenne den Weg. Marco steht da schon. Hier können wir auch. Nee, hier nicht. Warte. Ich glaube besser nicht. Ja, ich glaube, ich hab's. Jawoll! Eisenmann! Jawoll! Muss ich da durchgehen? Ja. Da muss ich durchgehen. Oh, sogar mit Wasser, guck mal. Kannst du richtig hier schön anfassen und so. Oh, guck mal hier. Schön. Schön erfrischend. Ich hab dir gerade schon mit Kopfsuppe. Nee, schönes Geschäft. Also, jeder so. Oh, hier. Oh, herrlich. Das ist cool hier. Ah, herrlich, herrlich. Ja, du lächst jetzt. Ja, jawoll. Schön. Natürlich habe ich das gesehen. So, hier ist nochmal so ein sowas. Geht mal schon mit. Gewonnen. Nee, war nett. Hat was. Da kommen sie alle. Nee. Geschafft, gewonnen. So, gerade in Aquavelis gewesen. Verstehen Sie, war aber witzig. Also so ein Labyrinth, ne? Mit Funhouse-Effekten und sowas alles. Weil das erste Mal drin, habe ich schon 10-mal gesagt, war cool. Also witzig gemacht auf 3 Etagen, ne? Ja, war ganz gut. Nur das, also die Türen. Ja, die Tür hat Ben voll, voll aufs Fest. Na egal. Auf jeden Fall hatten wir Spaß. Ja, wir hatten Spaß. Und jetzt gehen wir gleich. Wie fanden Sie das? Ja, Eurocoaster oder was? Das denke schon, ne? Das ist das nächste. Ja, dann fahren wir Eurocoaster. Bin ich auch noch nie invertiert gefahren. Was? Invertiert. Invertiert? Ja, man sitzt auch runter. Ich fand es sehr schön und sehr spritzig und die Türen tun weh. Auf geht's. Ja, ja. Die winken schon. Wir waren gerade im Schnitzelhaus essen oder Schnitzelmühle, wie das heißt. War richtig sehr lecker. Ich habe auch ein bisschen was gepostet bei Instagram. Schaut doch mal rauf. Wahrscheinlich. Achso, ist dann die Story, ne? Das seht ihr ja gar nicht mehr, ne? Egal, geht trotzdem auf Instagram. Vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht. Jetzt wollen die hier Airwolf fahren. das hier. So, ab nach oben, Leute. Ja, fahr mal. ich fahr später. Ja. Jetzt mache ich hier noch ein paar Aufnahmen. Ich fahr später. Ja, die fahren jetzt hier erstmal. Ja, ne?
sieht schon geil aus, ne? Boah, war das geil, gerade Airwolf gefahren. Boah, war das lange, ey. War nicht gut. Aber oh, meine Kamera lief ja gar nicht. Ach, schade. Ja, ich saß ganz hinten. Die blöde GoPro. Ja, die blöde GoPro, weißt du? Also, ja, was soll ich sagen? War geil. Bisschen kurz. Nein, lange die Fahrt, war toll. Endlich mal wieder nach 10 Jahren Airwolf gefahren. Also fühlt sich immer noch wie früher. Also ich könnte stundenlang fahren. War gut. Aber wir haben ja nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir gleich weiter, ne? Ja, ja. Schnell weg. Ja, ja. Nee, wir müssen gleich weiter. Aber war cool, aber ich habe gesehen, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt, ich Idiot. Ja, was soll ich machen, ne? Ja, aber war nett. Gerne wieder. Wie gesagt, die ganzen Loopings machen mir ja nichts aus, ne? Aber hat richtig Spaß gemacht. Nee, tolles Geschäft. Ja, fahrt mal mit. Ja, beste Stimmung hier, obwohl es regnet, hier aus Kübeln. Aber Düsseldorf feiert, ne? Muss man ja wenn sagen, ne? Also bin ja erstaunt. Ah, Airwolf war geil, ne? Ja, nö, ist richtig. Jetzt warten wir, dass der Regen ein bisschen aufhört und ja, dann gehen wir irgendwann weiter. Soll noch eine Stunde noch mal ein bisschen regnen, wa? Na ja, wir gucken mal. Jawoll! Eisenmann! Sparta! Ja! Erste Mal Escape gefahren. Der Junge neben mir, so ein kleiner Junge, der hat die ganze Zeit geschrien. So,
Ich glaube, der fand das nicht so doll. Aber ja, ist nett. Ist ganz witzig gemacht, die Fahrfigur. Ne? Also, muss die nach vorne lesen. Ist schon, aber ist geschmeidig. Ist jetzt nicht knüllig, ne? Also ist geschmeidig, ne? Also, ja, fährt sich gut eigentlich. Fährt sich ganz gut. War es jetzt nicht deine beste Fahrt, oder? Nee, wir haben uns nicht so oft gedreht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum es so war, aber wir haben mit Olli, mit dem letzten Jahr genau auch gefahren. Ja. Und er hat uns jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Er meinte auch, also, keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach zu schwer waren oder im Gleichgewicht, deswegen, keine Ahnung. Ja, okay. Es ist ein super geiles Fahrgeschäft, aber ja. Zum Beispiel in Oberhausen, wo ich das letzte Mal gefahren bin, war es für mich persönlich intensiver. Gut, da war aber ein kleines Kind neben mir, vielleicht liegt es auch daran. Ja, das hatte ich gehabt. Ja? Ja, die ganze Zeit das kleine Kind. Ah! Oh Gott! Und dann noch eine Runde, der kleine Junge, der. Nein! Nein! Ich sag, oh Gott! Aber ja, wir haben uns schon oft gedreht, also war eine gute Fahrt, muss man sagen. Ja, aber auch ganz schön lange, ne? Ja. Mein Gott, noch ein. Ich sag, können das? Jetzt wird Papa auch aussteigen. Ne? Aber ist witzig. Also ist witzig gemacht, ist mal was Neues, ne? Ganz cool. Da brauche ich jetzt mal eine Pause, ey. Oh, Kind. Geschwindigkeit. Und jetzt schön, alle die Papieren sind an die Schenkchen. Jawohl. Jetzt geht's nämlich los hier. Ab in die So, du gehst auf hier. Die fährt jetzt 10-mal über Kopf. Das ist der Eurostar, nicht der Eurofond. Ach so, ich will aussteigen. Ah, die. Merkt ihr dieses Kettenfett? Ah, schöne. Passt wie eine Schwarzkopf-Achterbahn. Ah, das Kettenfett. Das ist Sparta! Hey! Boah, Lupin! Boah, kennt das! Aber immerhin dreht sich das Ding nicht! Oh, hey! Oh, hey! Hey! Aua! Ja, das muss ballern! Oh. Hey. Oh. Aua! Ich! Oh, Simon! Oh. Jawoll! Oh. Boah, das sieht gefährlich aus jetzt. Jawoll. Ja, nett. So, gerade diesen Eurocoaster gefahren. Ja, ruckelt ein bisschen. Ganz nett. Das Gute ist, das Ding dreht sich nicht. Das ist schon mal gut. Die erste Abfahrt, die ist ganz witzig. Jo. Ganz hat 7 Euro gekostet. War aber ganz cool. Aber man merkt schon, dass es eine mobile Achterbahn ist. Schlägt etwas. Aber es ist witzig. Also so ein kleiner Inverted Coaster. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Schausteller ist, wo der herkommt. Keine Ahnung. War aber
witzig. Wir saßen alle zu viert in so einer Gondel drin. Und das bringt am meisten immer Spaß. Also war witzig. Gut, haben wir mitgenommen. Jetzt gehen wir gleich irgendwo, keine Ahnung, wo wir hingehen. Aber schon krass, also die Stimmung ist schon wirklich sehr gut hier. Und wir haben es jetzt mittlerweile, keine Ahnung, kurz vor 11. Und die Kirmes geht ja bis um 2 Uhr oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Naja, wir sind gespannt, was uns also so erwartet. Ja, Mann. Ganz oben mit euch hier. Ja, los!
macht gleich Spaß. Oh. Jawoll! Spaßig. Vielen Dank für die tolle Fahrt, hat richtig Spaß gemacht. So, gerade Voodoo-Jumper gefahren, hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die geile Fahrt an den Junior-Chef. Vielen Dank nochmal. Ja, und anfangs war ja die habt ihr vielleicht erkannt, Fantasialand hier, Talokan-Musik, glaube ich, habe ich gehört. Ja, richtig geiles Geschäft. Also es macht unheimlich viel Spaß und richtig geile Fahrt gewesen. Also der gibt richtig Stoff. Also wir haben uns so, also ich habe mich so oft gedreht, aber habt ihr ja gesehen. Kinder, ich bin doch im Arsch jetzt. Ich fahre heute nichts mehr. Ganz gut soweit. Aber das Schienen vor der Kante raus. XXL in nicht VR. Ja, immer wieder Spaß. Kostenpunkt 8 Euro. Ja, nehmen wir mal mit. Aber es ist eine Riesenanlage, ne? Mega. Ah ja. Und mit Parkour. Hier, schön, schönes Ding. Moin. Ach so. Oh, herrlich. Guck, wir haben es geschafft. Ja. Das Ding Lars ist da durchgekommen. Ich muss mehr Fleisch essen. Der Spaß. Der Spaß. Oh, hier, schön. Kann man das sehen? Mal so runter. Toll, ne? Toll. So eine... Aber vibriert. Oh, hier so eine Rolle. Geil.
Obwohl, ich kenne das ja eigentlich schon. Oh, kenn das. Oh. So, da haben wir hier irgendwelche Stämme. Der ist lose. Oh. 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 Ja. Ist auch geil hier, ne? Mit dem. Oh. Hier findet ihr so einen Ventilator. Super geil. Guck mal hier. Du kleiner Wilder. Oh. Aber jetzt hält unsere Taschen. Oh, hier so ein. Hier wieder so ein Dings. Ja, das ist geil, ne? Schon gemacht. Hier so ein Ding. Kommt hier mal. Jawohl! Oh, hier so ein. Hey! Hier stehen die alle an. Vibration. Oh, herrlich. Hier vibriert es. Hier so ein. Du drehst dich. Hey. Oh Gott. Diese Schiebdinger, ich hasse sie. Ich hasse sie. Hier so eine Kippschiene. Und wieder rollen. Hey, Eisenmann. Und Kipping. Nicht hüpfen! Hopsa, hopsa! Voodoo-Jumper! Hier wieder so eine Ding. Hier kommen die Züge rein. Oh, Alter! Hier so eine Wackelbrücke. Hier wieder so eine Drehdinger. Oh, ich hasse sie, ne? Ich hasse sie. Ja. So, dann sind wir auch, glaube ich, jetzt gleich da, wo wir einsteigen. Ja. Jetzt steigen wir gleich ein. Das kann, glaube ich, noch einen kleinen Moment dauern. Was? Findest du den da hoch? So, jetzt geht's hier. Ah, ja. Hallo. Ach, Tatsache. Oh! Scheiß auf Bremsen. Oh, Kinders. Junge. Wir bremsen gar nicht. Oh, mein Rücken. Oh,
Oh, gar keine Bremse. Ich stehe doch schon. Naja, war spaßig. So, jetzt sind wir gerade hier Willem aus XXL gefahren mit Ben. Was sagst du da? Fast gar nicht gebremst. War eine witzige Fahrt. Das Coole ist ja hier, dass du dann noch ich guck gerade, ich dachte, ich spritze Wasser. Dass man noch so ein Parcours hier hinten hat. Das ist immer noch das Coole dran. Und ja, die Bahn ist ja wirklich lang, ne? Ja, also Bremsen, wie gesagt, sind drin, aber ja, kaum gebremst und so, dass wir dann richtig Speed drauf hatten, hat natürlich richtig Spaß gemacht. Ne? Tolle Bahn, aber ich bin jetzt so langsam auch im Arsch, weil jetzt ist glaube ich schon nach 12 und wir haben jetzt heute schon Sonntag. Und so langsam merkt man, dass man doch mit 21 so langsam ins Bett will. Ich glaube, wir gehen jetzt nur noch, ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo hingehen. Ja, ansonsten glaube ich, war das die letzte Fahrt, weil ich bin echt durch. Und muss ja morgen wieder nach Lübeck zurückfahren oder heute vielmehr. Also ich übernachte noch heute hier im Hotel. Und danach geht's. Was ist das für ein Vogel? Guck mal, der hat, guck mal. Ja. Weiß nicht, ob man das gesehen hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie auch komische Menschen. Hier auf jeden Fall gehen wir. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwo hingehen. Wenn ja, wird es sehen. Und falls wir nicht irgendwo hingehen, dann mache ich leider noch die Abmoderation. So. Hier nochmal zum Schluss ein kleines, wie sagt man so schön, ein kleines Eis, so schön, was? Meint sieht besser aus, ne? So ein Eis für 3 Euro, nochmal schön zum Feierabend, ne? War ein sehr langer Tag, hat richtig viel Spaß gemacht und jetzt essen wir hier noch so ein Eis hier an Schmalhaus heißt das hier. Schön, lecker Becher hier, schön und Schokoeis, ja, herrlich, herrlich. Ja, lassen wir uns jetzt das schmecken und dann so langsam schließen auch die Geschäfte. Wir haben nämlich gleich 2 Uhr und reicht auch, also man ist schon fertig. Und alle sind fertig hier, guck mal. Alle im Arsch. Alle. Alle im Arsch. Alle kaputt. Außer ich nicht. Naja, wir essen erstmal Eis. So, letzte Aufnahme für heute, Kinders. Papa ist durch. 5 Stunden Autofahrt gehabt und von morgens sei schon. Wann bin ich hier gewesen? Wann war ich hier? Weiß Marco nicht. Schon so lange her.
Ich weiß gar nicht, wann ich hier bin. Wann war ich denn hier? Bin ich jetzt bescheuert? 17 Uhr, ne? 17 Uhr bis jetzt. Und morgen habe ich im Hotel, habe ich schon mal gesagt, ne? Bis 12 Uhr haben die Frühstück. Ich habe extra zweimal nachgefragt. Habt ihr wirklich bis 12 Uhr Frühstück? Ja, ja. Krass. Von daher kann ich ein bisschen auspennen, aber morgen geht's wieder zurück nach Lübeck. Ja, Düsseldorfer Rhein, Düsseldorfer Rheinwiese heißt das hier, ne? Kann das sein? Kirmes. Ich krieg das gar nicht mit. Sehr schöne Veranstaltung, sehr groß, wie ich finde. Und sehr viele tolle Fahrgeschäfte hier. Also man schafft das kaum, also ich zumindest, schaff das kaum an einem Tag. Wirklich toll, ich war ja das erste Mal hier und eine tolle Veranstaltung. Vor allen Dingen können die Düsseldorfer mal richtig schön feiern, ne? Also da merkt man schon, das ist schon ein Unterschied zu Hamburg. Ja, war mal für mich wieder was Neues und viele bekannte Gesichter wieder getroffen, war wieder sehr schön, auch einige Zuschauer getroffen, schöne Grüße und hat richtig wieder viel Spaß gemacht. Jetzt machen die Geschäfte zu, die haben ja so bis 2 Uhr auf und du merkst ihm so langsam die, oder steigen noch Leute ein, so langsam wird auch hier ein bisschen ruhiger, hab jetzt gerade noch ein Eis gegessen, war super lecker übrigens, das Eis, also wirklich toll. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Outtakes habe, ich glaube aber nicht. Vielleicht auch doch, man weiß es nicht, obwohl ich habe immer Outtakes. Oder, Marco? Ja. Das ist bestimmt was dabei. Also ihr Lieben, ja, das war's. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video geworden ist, werdet ihr ja sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Funfair-Vlog-Ausgabe. Bis dann würde ich sagen, macht's gut und tschüss. Eine frische Brise, ne? Ja, mein Bart weht die ganze Zeit im Winde. Egal.